Daddy, mir ist langweilig. Wie wäre es, wenn wir über die Berge fliegen? Nein, ich fliege viel lieber über die Stadt. Nein, Teddy, die Leute mögen keine kleinen Hexen. Entspann dich, Missy Fu. Wir fliegen nur über der Stadt, wir fliegen nicht in die Stadt. Missy Fu, schau mal, erinnerst du dich an diese Farm? Ja, Daddy, das war ein Riesenspaß. Schau dir die Stadt an, Missy Fu. Schau, wie schön sie ist. Mein Kopf juckt. Juckt. Missy Fu! Entschuldigung, haben Sie mein Kätzchen gesehen? Es ist schwarz und hat ein blaues und ein grünes Auge, so wie ich. Eine Hexe. Eine Hexe, die nach einer schwarzen Katze sucht. Ich bin eine gute kleine Hexe. Ich will dich nicht erschrecken. Ah, das ist sicherlich Missy Fu. Hallo, Daddy. Was ist denn mit euch Kätzchen passiert? Sie haben uns aus der Stadt geworfen, weil sie sagen, wir seien Hexenkätzchen, nur weil wir alle schwarzes Fell haben. Bitte kommt rein und bleibt bei mir so lange. Macht es euch bequem. Habt ihr mein Kätzchen gesehen? Es hat ein grünes und ein blaues Auge. Nein. Ich bin sicher, ihr seid alle sehr hungrig. Ich bin hungrig. Ich auch. Und ich. Ich auch. Twinkle, Twinkle Bee. Die Milch erscheint in einer Schüssel und jedes Kätzchen beginnt zu essen. Ah ja, das ist bestimmt Missy Fu. Hallo Kätzchen, wurdest du auch aus der Stadt geworfen? Ja, sie haben mich auch aus der Stadt geworfen. Armes Ding, komm rein. Ich gehe davon aus, du hast mein Kätzchen auch nicht gesehen, oder? Doch, habe ich. Aber wo? Wo ist er? Sag es mir bitte. Der Prinz lief durch den Wald, als er auf ein Kätzchen mit einem verletzten Bein stieß. Er nahm es auf den Arm und brachte es zum Schloss, um es zu heilen. Zum Glück geht es Missy Fu gut. Aber wie soll ich ins Schloss kommen? Die meisten Leute mögen keine Hexen. Ich weiß. Verkleide dich doch als Koch. Die Männer lassen sie immer ins Schloss kommen, weil der König sehr gerne isst. Der König hat schon einen guten Koch. Ich weiß. Wir können dich in eine Kartoffel verwandeln, dass du das Schloss unbemerkt betreten kannst. In eine Kartoffel? Ja, Kartoffel. Wenn ich mich in eine Kartoffel verwandle, könnten sie mich kochen. Was ist, wenn du eine Banane wirst? Ich werde weder eine Banane, noch eine Kartoffel, noch eine Birne werden, denn sie könnten mich essen. Was, wenn du dich als Schuhmacher verkleidest? Ein Schuhmacher? Jawohl, wie ein Schuhmacher. Der König liebt Schuhe. Wenn du ihm ein paar Stiefel bringst, wird er bestimmt begeistert sein. Twinkle, Twinkle Bee, ein paar schöne grüne Stiefel für den König werden erscheinen. Guten Morgen, Eure Majestät. Ich bin gekommen, um euch ein paar neue Stiefel als Geschenk zu bringen. Oh, wie schön sie sind. Was für ein guter Schuhmacher du bist. Wie viele Goldmünzen willst du dafür? Oh, Eure Majestät, ich möchte keine Münzen. Und warum nicht? Eure Majestät, ich möchte nur mein Kätzchen zurückhaben. Es heißt Missy Fu. Ich weiß, dass der Prinz es im Wald gerettet hat. Nun, hier kommt der Prinz. Du kannst mit ihm sprechen. Hallo, Eure Majestät. Hallo, kleine Hexe Tati. Du weißt, wer ich bin? Ja, Missy Fu hat mir erzählt, dass du eine liebenswerte kleine Hexe bist. Hier, nimm Missy Fu. Vielen lieben Dank. Daddy! Missy Fu!
Patty, ich habe schon von den Kätzchen in der Stadt gehört und würde mich freuen, wenn sie alle hier in meinem Schloss wohnen würden. Das ist eine tolle Idee. Twinkle, Twinkle, Bee. Die Kätzchen werden glücklich und zufrieden im Schloss leben. Vielen Dank, Patty. Ich habe mir immer gewünscht, viele Kätzchen zu haben. Und so endet die Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch allen gefallen. Abonnieren nicht vergessen! Bereit zum Abflug? Yippie! Juhu! 9, 8, 7, 6, 2! Oh, schau, ein Weltraumkaninchen. Wie cool ist diese Rakete? Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar Astronautenanzüge ausleihen. Ja, das wäre toll. Hier sind sie. Wow. Lass sie uns gleich anziehen. Die sind so cool. So schade, dass ich nicht bei euch mitspielen kann. Aber ich muss noch eine neue Erfindung fertigstellen. Auf Wiedersehen, Hermonin. Und vielen Dank nochmal. Wir sehen uns später. Viel Spaß. Teddy, ich habe eine tolle Idee. Lass uns die Papierrakete in eine echte Rakete verwandeln. Das ist eine tolle Idee, Missy Fu. Yippie! Tres, tris, tras. Diese Papierrakete wird sich in eine echte Rakete verwandeln. Wow, die ist riesig. Ich habe noch eine Idee, Warum fliegen wir nicht zum Mond? Oh, das würde ich gerne tun. Aber wo genau ist er? Schau, Lilly, er ist direkt da oben. Wir zeigen ihn dir jetzt. Die Rakete ist sehr schön geworden. Ja, die Rakete ist wunderschön, wunderschön. Komm schon, lasst uns starten. Zum Mond, zum Mond. Lass uns zum Mond fliegen. Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Von hier aussieht. Sie sieht aus wie ein Ei. Patty, und wer lebt auf dem Mond? Keiner lebt dort, Missy Fu. Okay, aufgepasst, Leute. Macht euch bereit für die Landung. Wie cool, wir sind auf dem Mond gelandet. Leute, wir haben es geschafft. Super. Lasst uns den Mond ansehen. Schöner Knopf. Oh, was für ein schöner Knopf. Wow, der Mond ist sehr schön. Und seltsam. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Es macht so viel Spaß, auf dem Mond zu springen. Ich liebe es. Tschüss. Von wem verabschiedest du dich? Von der hübschen Rakete. Nein! Bitte, bleib hier. Oh nein. Lilly, hast du irgendwelche Knöpfe berührt? Ja, den roten. Der war wirklich hübsch. Nein! Lilly.
Teddy, was hast du gemacht? Den roten Knopf gedrückt. Okay, Teddy, ich habe eine Idee. Benutz doch einfach deine Magie. Meine Magie funktioniert nicht auf dem Mond. Wow! Wie sollen wir denn jemals nach Hause kommen? Mal überlegen. Hast du eine Idee, Teddy? Nein. Lalalalalala. Hallo? Hallo? Wohnst du hier? Ja. Daddy hat gesagt, dass niemand hier wohnt. Nun, ich lebe hier. Ah, das ist großartig. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Lilly. Willst du denn meine Freunde kennenlernen? Ja, sehr gerne. Missy Fu, mir fällt absolut nichts ein. Dir vielleicht? Mir auch nicht. Leute, Leute, seht mal, wen ich getroffen habe. Was ist? Ich glaube, sie haben sich erschreckt. Entschuldige, Guru Guru. Wir haben uns einfach ein bisschen erschreckt. Keine Sorge, das kommt vor. Guru Guru, kannst du uns helfen, zu unserem Planeten zurückzukehren? Jip, jip, lasst uns zu meinem Raumschiff gehen. Yippie, wir kehren zurück nach Hause. Zu Hause. Vielen Dank, Guru Guru. Auf Wiedersehen. Tschüss, Freunde. Es hat Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Nicht vergessen zu teilen. Was ist los? Oh, Tati, ich bin so traurig. Was kann ich tun, um dir zu helfen? La 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 la. Oh, wie glücklich ich bin. Was für ein toller Tag. Was ist los mit ihm? La la la. Oh, was soll ich tun, wenn ich meine Träume nicht verwirklichen kann? Spinnt er jetzt völlig? Oh. Oh. Was für eine schöne Blume. Oh, aber was auch für ein schöner Baum. Was für ein schöner Tag heute ist, nicht wahr, Tati? Ich verstehe gar nichts. Oh, was für ein schrecklicher Tag. Alles geht schief. Das gefällt mir überhaupt nicht. Schwesterchen! Was ist denn los, Daddy? Sieh doch! Kleine Blume, sag mir, ob meine kleine Prinzessin mich liebt. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Oh, oh. Sie liebt mich nicht. Oh. Es tut mir leid. Ich gebe dir jetzt deine Blütenblätter zurück. Oh. Oh.
Sie liebt mich. Juppie. Was für ein großartiger Tag. Alles ist wunderschön. Juppie. Was ist mit meiner Glocke los? Huh? Wow. Oh. Huh? Patty, schau. Mini, 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 Was für eine hübsche Blume. Tres, tres, tras. Zurück bekommst du deine Blütenblätter. Bravo. Yay. Komm mit, Missy Fu. Wohin denn? Zum Haus von Herrn Molin, bitte. Glaubst also, dass der große Zauberer verliebt ist und Missy Fu sich deshalb so verhält? Aha, genau. Wir brauchen also eine Erfindung, die die Emotionen des großen Zauberers von den Emotionen von Missy Fu trennt. Ah, das ist ganz einfach. Oh, mal sehen, wo ist... nicht das. Ich habe es. Wir müssen es einfach auf den großen Zauberer legen. Das ist wirklich einfach. Oh, schöne Prinzessin. Ist der große Zauberer etwa in unsere Großmutter verliebt? Es scheint so. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin's. Ja, yippie. Oh, dem Himmel sei Dank, jetzt bin ich endlich wieder ich selbst. Ich habe mich super komisch gefühlt. Liken und abonnieren.